Am 9. Mai ist Europatag. Ein Tag, der uns daran erinnert, was wir in Europa und als Europäerinnen und Europäer schon geschafft haben. In Frieden und in Kooperation. Gerade in Zeiten großer Herausforderungen, im Kampf gegen das Coronavirus, aber auch im Kampf gegen die Klimakrise, sehen wir, wie wichtig gemeinsames Handeln ist. Wir stehen vor großen Aufgaben. Aber ich bin überzeugt, unsere Antwort muss sein, wir stehen zusammen und wir stellen uns der Herausforderung geeint. Der Klimaschutz, die drohende Klimakrise, ist die große Frage unserer Zeit. Die Europäische Kommission hat mit dem European Green Deal darauf bereits eine Antwort gefunden. Ich bin davon überzeugt, wir werden diese Aufgabe gemeinsam meistern. Mit großem Einsatz, mit Solidarität und mit Einigkeit.